Er ist der Neue beim Waldhof. Marc Schnatterer. Neuzugang und Hoffnungsträger für die neue Saison. Ich habe jetzt im Prinzip zum neuen Monat, zum 1. Juli, eine Wohnung hier direkt angrenzend an Mannheim. Und dann bin ich wirklich, sage ich mal, angekommen. Es ist auch gut, dass man alles so direkt zeitnah alles erledigen konnte. Und um sich dann aber um Fußball zu konzentrieren. Und die ersten Eindrücke waren auf jeden Fall alle positiv. Positive Eindrücke hat der 35-Jährige auch an seiner alten Wirkungsstätte hinterlassen. 13 Jahre kickte Schnatterer in Heidenheim. Er war Symbol und Vorbild für eine ganze Region. Eine prägende Zeit für den Offensivmann. Für mich persönlich ist es natürlich schon eine super Geschichte gewesen, wie das gelaufen ist. Ich habe da mehr oder weniger mir den Traum erfüllt vom Profifußball, auch von der zweiten Liga. Mit dem, sage ich mal, fast einem Sprung in die erste Liga. Das war natürlich schon besonders, auch das alles mitzuerleben. Darauf kann man absolut stolz sein. Und nichtsdestotrotz gibt es auch einen Moment, wo man dann mal Abschied nimmt und dann einerseits vielleicht traurig ist, aber andererseits vielleicht auch froh ist, nochmal die Chance zu bekommen, was anderes zu sehen. Die Chance bekommt er beim SV Waldhof Mannheim. Schnatterer hätte auch in der zweiten Liga bleiben können, wollte aber im Süden Deutschlands bleiben. Die dritte Liga für ihn kein Problem. Er kennt die Liga sehr gut. Mit 13 Toren schoss er als Topscorer in der Saison 2013-14 damals seinen Ex-Verein in die zweite Liga. Ähnliches würde sich sein neuer Coach Patrick Klöckner auch für seine Bube wünschen. Ja, wir hoffen es, dass er sich hier so einbringt, dass er dann auch auf eine gewisse Quote kommt. Wir wissen, die dritte Liga ist nicht ohne. Die ist nicht weit weg von der zweiten Liga. Das heißt, wir müssen da schon schauen, dass wir alle auf 100% kriegen und ihn auch. Und wenn er natürlich da voll im Saft ist, dann ist er enorm viel wert für die Liga und dann wird er auch ein absoluter Ausnahmespieler sein. Für den absoluten Ausnahmespieler warten dann ab der kommenden Saison auch absolute Ausnahmespiele. Zu Derbys wie jetzt gegen Kaiserslautern, hier Saarbrücken, ja, das ist schön. Man hat kurze Wege zu den Auswärtsspielen und es ist immer was los. Auch wenn dann auch wieder Gästezuschauer zugelassen sind, dann wird es richtig voll und ich glaube, für jeden ist das was ganz Besonderes. Besonders wichtig ist für den mittlerweile 35-Jährigen die Körperpflege geworden. Denn um in der Saison und gerade auch in den Derbys Topleistungen abzurufen, braucht sein Körper eine gute Regeneration. Ich glaube, man kennt seinen Körper mittlerweile. Man versucht auch gut drauf zu hören. Ich glaube, die Regenerationsphase braucht vielleicht manchmal einen Tick bisschen länger. Aber jetzt holen wir uns erstmal die ersten Körner und fahren mal richtig ins erste Loch rein, um mal richtig müde und kaputt zu sein. Und dann gucken wir, dass wir da rauskommen. Ich glaube, dann werden wir da eine gute Absprache finden, dass wir dann auch immer hoffentlich am Wochenende dann das Maximum rausholen kann. Die Ausrichtung ist also ganz klar auf Attacke. Vielleicht auch ein gutes Motto für die weitere Kaderplanung der Blau-Schwarzen.